Wenn es in Europa das Bewusstsein gibt, dass Deutschland und Russland zusammenarbeiten, ja, dann gibt es keinen Grund mehr, warum Österreich neutral sein soll. Dann können wir uns gemeinschaftlich eine eurasische Armee aufstellen, mit einer eurasischen Flotte, mit einer eurasischen Luftwaffe. Und dann sind die Insulaner, Großbritannien und die USA, genau dort, wo sie hinkommen, nämlich auf ihren Inseln. Schleicht euch raus. Ja? Das wäre der nächste Schritt. Aber die Neutralität vorher aufzugeben, wäre absurd.